Am gestrigen Samstag, den 12.12., demonstrierten Friedensaktivisten in Berlin gegen den vor knapp einer Woche beschlossenen Kriegseintritt der Bundeswehr in den Syrien-Konflikt. Da dieser Beschluss der Bundesregierung ohne UN-Mandat erfolgte und einen Bruch des Völkerrechts darstellt. Es berichtet Peter Imhoff für iProtest, liebevolle Revolution. Die Demonstration wurde von Reza Begi, einem gebürtigen Iraner und Kölner Taxifahrer, wie er sich selbst bezeichnet, angemeldet. Versammlungsleiter dieser Veranstaltung war Frank Geppert. Er selbst ist ein Orga-Mitglied der Montagsdemo in Halle und der Endgame-Bewegung. Der Beginn der Veranstaltung, welcher für 14 Uhr geplant war, verzögerte sich um knapp eine Stunde, da Vonja von der Band Die Bandbreite mit einem Teil der Veranstaltungstechnik im Stau steckte. Die Veranstaltung wurde von Frank Geppert auf dem Washingtonplatz vor dem Berliner Hauptbahnhof eröffnet. Im Anschluss sprachen Reza Begi sowie Christoph Hörstel zu den Teilnehmern der Kundgebung. Die geschätzte Teilnehmerzahl belief sich bis dahin auf ca. 200 bis 300 Friedensaktivisten und Aktivistinnen. Im Anschluss setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Brandenburger Tor in Bewegung. Vom Washingtonplatz ausgehend marschierten die Teilnehmer friedlich entlang der Rahel-Hirsch-Straße und am Kapelle-Ufer entlang bis zur Kreuzung Reinhardtstraße. Die Reinhardtstraße ging es dann in Richtung Osten entlang bis zur Kreuzung Luisenstraße. Die Luisenstraße wurde in südliche Richtung beschritten und es ging dann weiter über die Wilhelmstraße Kreuzung Dorotheenstraße. Diese wurde in Richtung Westen genommen und anschließend bogen die Teilnehmer in die Ebertstraße ein mit dem Ziel Brandenburger Tor. Am Brandenburger Tor unterhielt zunächst Vonja mit ein paar Titeln seiner Band Die Bandbreite und ein paar nachdenklichen Worten die Teilnehmer der Kundgebung. Anschließend hielten unter anderem Heiko Schrank, Kurt Schumacher, Rico Albrecht, Konstantin Stößel sowie Hagen Grell ihre sehr unterschiedlichen und durchaus inspirierenden Reden. Die Ausschnitte der Reden folgen jetzt im Anschluss und ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören bzw. Reinschauen. Das Problem ist folgendes: Es sollen nun 1200 Bundeswehrsoldaten nach Syrien geschickt werden. Und wir haben ein Verteidigungsministerium. Aber warum verteidigt unsere Bundeswehr unser Land in Syrien? Das haben wir nicht verstanden. Und wir verstehen auch nicht, warum dort Fregatten und Flugzeuge hingeschickt werden, um angeblich den Terror zu bekämpfen. Das macht für uns keinen Sinn und schon gar nicht, wenn wir oder die Bundeswehr nicht einmal ein UN-Mandat hat, und auch nicht von der syrischen Regierung eingeladen wurde, dort gegen den IS zu kämpfen. Darum machen wir uns hier Gedanken, deswegen stehen wir hier und wir wundern uns auch, was das konkrete Ziel sein soll. Wer ist denn eigentlich der Feind, dieser ominöse Terror? Und wenn man ihn dann bekämpft, wann ist denn dann dieser Krieg zu Ende? Wann kann man sagen, man hat den Terror besiegt? Wenn vielleicht der Islamische Staat sich immer verstecken kann, wenn er mitten im Volk untertaucht, wie kann man dann irgendwann sagen, ja, jetzt ist vorbei? Das bedeutet, die könnten dort für immer stehen, um geostrategische und wirtschaftliche Interessen dort in Syrien durchzusetzen. Vor 30 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, weil im Iran Krieg herrschte. Ein Krieg, der von Westen unterstützt wurde. Und ausdrücklich auch von Deutschland mit chemischen Waffen. Nach 30 Jahren gehen diese Kriege weiter. Und gestern Nacht, bevor ich ins Bett ging, habe ich einen Artikel gelesen, dass deutsches Schiff Augsburg am Persischen Golf herumfährt und unterstützt den französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle. Was macht ein deutsches Kriegsschiff am Persischen Golf? Letzte Woche bei der Abstimmung im Bundestag haben 400 oder 450 Leute für diesen Kriegsansatz gestimmt, obwohl draußen 79 Leute dagegen waren, Prozent der Bevölkerung. Ist das eine Demokratie des Westens? Ich habe ein paar deutsche Aktivisten vor kurzem in Köln kennengelernt, ganz junge Menschen. Und ich habe echt Mitleid mit diesen Jungs gehabt. Das sind ganz unschuldige Menschen.
Die haben mir erzählt, sobald wir mal die Probleme ansprechen, werden wir als Nazis bezeichnet. Die haben richtig Angst. Und ich habe gesagt, was, du ein Nazi? Also wenn du ein Nazi bist, dann bin ich ein Rassist. Also es ist unglaublich, was in diesem Land passiert. Und genau andersrum, also die Deutschen werden gegen die manchmal Flüchtlinge gehetzt und die Flüchtlinge gegen die Deutschen. Also ich verstehe das überhaupt nicht, was die Medien hier machen. Leute, wir brauchen unsere eigenen Medien, wir brauchen unsere eigene Wahrheit. Und das können wir nur selbst auf der Straße schaffen. Und das Erste, was wir machen müssen, Leute, wir brauchen direkte Demokratie. Und ich sage euch, meine hundertprozentige Solidarität und Loyalität gilt Sarah Wagenknecht. Die super Sarah, ich unterstütze sie. Sie ist die einzige Person, glaube ich, die wirklich die Wahrheit sagt. Alle anderen sagen nichts oder sie reden an Themen vorbei. Wir müssen in den Kampfmodus kommen. Und es muss uns klar sein, dass wir die Gesetze beherzigen. Wir lassen die Bundesregierung und ihre Schergen die zuerst brechen. Dann sehen wir weiter. Aber zunächst mal halten wir uns an Recht und Gesetz. Und sie werden uns wieder alles schicken, was sie haben. Provokateure, Leute, die Gewalt ausüben, Rassisten werden sie uns schicken, alles Mögliche. Wir werden diese Typen rausschmeißen und sagen, alles, was uns trennt, alles, was andere Menschen schlechter macht als andere, das lehnen wir ab. Was zu Gewalt führt, zur Verletzung anderer Menschen, nein, das ist euer Bier, die Regierung hat eine solche Politik drauf. Wir machen das nicht. Ich sehe, hier stehen wieder ein paar fleißige Beamte, die ihr Wochenende dran geben dürfen für die Demo. Ich sage mal herzlichen Dank an die Polizei. Guter Job. Vielen Dank. Wir werden auch keine Polizisten angreifen. Polizisten sind unterbezahlt. Es gibt viel zu wenig davon. Und die Einsatzpläne sind so, dass wir die gar nicht mehr kennenlernen. Früher gab es noch Revierbeamte, mit denen konnte man reden. Die fühlten sich auch ein bisschen verpflichtet der Bevölkerung, mit der sie zu tun hatten. Heute ist das alles sehr anonymisiert. Wollen wir nicht. Wir wollen mehr und besser bezahlte Polizisten und wir wollen die kennen. Denn am Ende wird es natürlich so sein. Dieses Drecksystem in Berlin wird versuchen, diesen Sicherheitsapparat auf die Bevölkerung loszulassen. Da sind auch schon gerade neue Beschlüsse gekommen in Europa. Wir wollen das nicht mitmachen. Wir wollen deswegen auch keine Berufsarmee zum Beispiel. Auch die hat mit der Bevölkerung nicht mehr so viel zu tun. Es gibt viele Dinge, die wir zurückdrehen müssen, die gemacht worden sind, damit man uns leichter beherrschen könnte. Im Endeffekt ist dieser Syrien-Konflikt nichts weiter als eine Blaupause aus dem Jahre 2003, als die sogenannte Koalition der Willigen ohne UNO-Mandat unter Führung der USA den Irak angegriffen haben, unter scheinheiligen Gründen. Damals sind über 1 Million Menschen ums Leben gekommen. Und es ist traurig, seid euch ganz ehrlich, dass die Masse der Leute draußen immer noch rumrennt wie die morbide Masse und drüber nachdenkt, wie sie Weihnachtsgeschenke kaufen kann und dort aber Menschen sterben. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir alle Nein sagen müssen. Wir haben uns lange genug vor den Karren spannen lassen. Die Zeit ist jetzt vorbei. Dafür ist die Situation zu ernst. Und die ganzen Ausreden, die gelten auch nicht mehr. Ja, aber wenn ich dann was mache, dann könnte es ja sein, dass ich meinen Job verliere. Und vielleicht könnte dies und das passieren. Und außerdem, ich bin ja bloß ein Befehlsempfänger. Weil der da oben, der trifft ja die Entscheidung nicht. Ist, diese Ausreden werden in Zukunft nicht mehr gelten. Muhammad Ali, einer der größten Sportler überhaupt des letzten Jahrhunderts, war Boxweltmeister und zu Zeiten des Vietnamkriegs sollte er eingezogen werden. Da gab es eine Wehrpflicht in den USA und Muhammad Ali hat gesagt, nein, ich ziehe nicht in den Krieg und bringe Vietcongs um. Er hat Nein gesagt und da muss man sich mal vorstellen, ich war selber mal Hochleistungssportler von längerer Zeit, was das bedeutet. Muhammad Ali wurde sein Box-Weltmeisterschaftstitel aberkannt. Er wurde zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Und nachdem, durfte drei Jahre nicht trainieren und er musste seinen Pass abgeben. Und danach ist er mehrmals Boxweltmeister geworden. Wir müssen diesen Geist von Muhammad Ali aufnehmen und das selber für uns nutzen. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt, wenn der Marx da saß mit seinem Engels und er hat sich ja kommunistische Manifest ausgedacht,
dann denke ich mir jetzt mal das humanistische Manifest aus. Denn es sollte das Ziel alles wirtschaftlichen Strebens und Handelns auf diesem Planeten sein, die Schöpfung und die lebenswerten Umstände, die uns ein unbekannter Schöpfer mit dieser wunderbaren Natur, die wir weltweit haben, beschert hat, zu erhalten. Diese Ideologie da drüben ist der Untergang der Natur, weil sie Profit über alles stellt, sogar über das menschliche Leben. Und das sehen wir in den Kriegen, die überall auf der Welt in vermehrter Zahl toben. Die Pest sitzt da drüben und von der müssen wir uns befreien. Es geht ja auch darum, Widerstand zu leisten. Und ich habe ja auch angekündigt, dass ich heute hier was dazu sagen möchte zum Thema Widerstand. Denn es sind ja nun mal Rechtsbrüche, wenn gegen das Völkerrecht verstoßen wird, wenn die Regierung das Grundgesetz verletzt, dann sind es Rechtsbrüche. Und wir sind nach dem Grundgesetz auch theoretisch berechtigt, in so einer Phase Widerstand zu leisten, nämlich nach Artikel 20 Absatz 4. Ja, und da steht jetzt genau drin, dass wir aber in angemessener Weise, und darauf kommt es an. Und als ich das angekündigt habe, dass ich hier darüber sprechen möchte, über das Widerstandsrecht, und zwar für einen friedlichen Widerstand mich auszusprechen, da wurde ich auch schon direkt kritisiert und es wurde gesagt, ja, aber das reicht nicht. Ja, es würde nicht reichen, jetzt hier zum friedlichen Protest aufzurufen. Und ich möchte das aber jetzt eben trotzdem gerade deswegen nochmal ganz besonders betonen. Es kann eigentlich nur auf diese Weise gelingen. Wir können doch nicht mit denselben Mitteln kämpfen, wie die anderen kämpfen. Dann machen wir es doch nur noch schlimmer. Das ist doch genau dasselbe, was die Regierung heute in Syrien macht. Man kann ja auch in Syrien Terror nicht mit Terror bekämpfen. Und deswegen bin ich doch dafür, dass wir hier die friedlichen Methoden, die wir ja noch lange nicht ausgeschöpft haben, wir sind hier ganz am Anfang. Die Leute, die sich hier versammelt haben, wir fangen gerade mal am ersten Schritt an, nämlich mit Demonstrieren. Ja? Und das ist der erste Schritt, ja? Der allererste Schritt, wo jeder, der jetzt heute hier steht, dann auch sagen kann, wenn in Zukunft mal künftige Generationen euch fragen, ihr sagt mal, habt ihr das denn alles damals nicht gewusst? Habt ihr damals denn keinen Widerstand geleistet? Habt ihr da nichts dagegen unternommen? Dann könnt ihr heute, ihr alle, die heute hierher gekommen sind, sagen, ja, wir waren dabei, wir waren die allerersten, die dabei waren. Und diese ersten Leute, die brauchen wir am Anfang. Ja? Vorher brauchen wir über andere Maßnahmen gar nicht zu reden. Wir müssen ja erstmal mehr werden. Wir müssen erstmal demonstrieren, dass es unsere Meinung gibt, dass wir da sind, dass andere sich auch trauen, dass die dann im nächsten Schritt des friedlichen Widerstandes, das ist noch lange nicht so weit, ja? Solange hier nicht Hunderttausende stehen, ist es noch lange nicht so weit, da zu anderen Mitteln aufzurufen. Das nächste Mittel in dieser Reihe wären dann mal Arbeitsniederlegungen, aber das kann erst folgen, nachdem hier mal Hunderttausende auf der Straße standen und demonstriert haben, damit dann auch jeder weiß, und zwar jeder Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann auch zusammen. Ja, das ist ja auch wichtig, extrem wichtig, weil viele Leute, die ihre Meinung demonstrieren, ja Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Und oft ist es eben so, dass der Arbeitgeber genau dieselbe Meinung hat wie die Arbeitnehmer. Und wenn man dann mal merkt, wenn man dann zusammen mit den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn die zusammen mal anfangen, die Arbeit niederzulegen, mal für eine Woche, dann kann das ja auch nicht fortgesetzt werden. Wir tragen ja alle durch unsere Arbeit auch einen Teil dazu bei. Die Herrschenden, die beziehen ja ihre Macht von uns. Niemand ist von alleine mächtig. Man ist nur dann mächtig, wenn man viele Mittel hat und viele Menschen auf einen hören. Und das Hauptmachtmittel, was es heute gibt, ist das Kapital. Warum wir hier stehen, einfach nur in ein paar ganz, ganz kurzen Sätzen. Laut § 80 Strafgesetzbuch bis § 92b Strafgesetzbuch, dem Friedensverrat, ist der Beschluss eines Angriffskrieges gegen den souveränen Staat Syrien zu bestrafen mit mindestens 10 Jahren Haft bis lebenslänglich. Diese Menschen da drüben in diesem Gebäude sind Kriminelle. Sie sind wirklich kriminell. Sie gehören hinter Schloss und Riegel. Das steht im deutschen Gesetz. Es verstößt gegen das Völkerrecht. Dieser Einsatz in Syrien. Und wir stehen hier, weil Deutschland mit seiner langen Geschichte, mit seiner schönen, aber auch schrecklichen Geschichte, ein Vorbild in der Welt sein sollte. Bertolt Brecht hat gesagt, von diesem Land darf nie wieder Krieg ausgehen. Und deswegen stehen wir hier für nie wieder Krieg, für Frieden und Deutschland raus aus der NATO. Wir sind alle Individuen, genau so ist es. Und das ist der Moment, wo man auch sagen kann, da können wir nie hundertprozentig das Gleiche sein.
Aber, und das Denken, aber das brauchen wir doch auch gar nicht. Das brauchen wir auch gar nicht. Und das ist das, was uns der Mainstream vermittelt hat. Und das ist das, was wir in dieser Bewegung hier auch gar nicht schaffen werden. Denn wir sind keine Schafe. Oder sind wir Schafe? Nein. Wollt ihr Schafe sein? Nein. Und genauso, ich sehe das eher so, dass wir, sag mal, wenn wir jetzt wieder Tiere nehmen wollen, wir sind teilweise vielleicht Wölfe, teilweise vielleicht Bären, teilweise vielleicht Löwen, die auch mutig hier Sachen unternehmen und die teilweise auch mal ihr eigenes Ding machen und die sich teilweise auch miteinander streiten, die aber trotzdem in den wichtigen Sachen zusammenkommen. Oh, nicht weg, nicht hinfallen, genau. Trotzdem in den wichtigen Punkten zusammenkommen. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann ist das nämlich genau der Moment, wo wir eben große Dinge erreichen, wo wir große Dinge zusammen bewegen. Oder, was sagt ihr dazu? Ja! Genau so ist es. Und deswegen möchte ich heute quasi zu einer Art, ich muss mich immer ein bisschen hier hinten halten, ich würde gerne ein bisschen näher rankommen. Ihr könnt ja auch noch ein bisschen ranrutschen, das wäre vielleicht ganz, da fühle ich mich euch näher verbunden. Das ist immer sehr schön. Ich möchte heute aufrufen zu einer gesamtgesellschaftlichen Querfront. So. Volksfront, sagt er so, genau. In dem Sinne, und unbedingt in der Systemgestalterbewegung. Unbedingt dort auch eine Querfront. Und wer jetzt Angst hat und sagt, oh, Querfront, das ist doch irgendwie so ein Nazi-Begriff, ist mir scheißegal, ob das jetzt der Begriff ist oder so. Ihr könnt auch Querbeet sagen, ihr könnt auch Koalition sagen, ihr könnt Querfront sagen. Alles ist dafür erlaubt. Es geht um das Konzept. Und das Konzept ist, dass wir zusammenkommen, dass wir uns nicht auf diese scheiß 10%, 20%, 30% konzentrieren, wo wir uns uneinig sind, sondern auf die 70, 80, 90%, wo wir uns einig sind, oder? Ja. Danke für die Zustimmung, das ist echt super. Und ich habe dafür auch noch eine kleine Metapher, um das nochmal zu verdeutlichen. Stellt euch vor, man hat zwei Freunde, ja? Und die laufen da ihres Wegs entlang und so weiter und plötzlich springt so ein Axtmörder aus dem Gebüsch hervor. Ja, will die beide abmeucheln. So, wie sinnvoll ist es jetzt für die beiden, dass sie da sich darüber streiten, welche Fußballmannschaft die beste ist? Ja, die sind sich in den meisten Dingen einig, was das Leben betrifft und die sagen jetzt zueinander, oh nee, ich finde Bayern München besser, nee, ich finde HSV besser. Ja, während da ein Axtmörder vor denen steht. Wie bescheuert ist das denn? Und genau das ist das, was wir aber machen, wenn wir uns um die letzten 10% streiten, während das größte Problem, die 90% direkt vor uns steht. Und das ist hier drüben und das ist dort und das ist hier in Berlin und generell in diesem Gedanken, Trick zu schüren, oder? Auch wenn ich heute keine Rede mehr hier halte, ich wollte euch sagen, dass ich auf jeden Einzelnen stolz bin, der hier mit uns in der Kälte schlottert und wirklich bis zum Schluss dabei ist, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Wir wollen keinen Krieg. Ganz egal, welchem politischen Lager wir angehören, welcher Religion oder welcher Altersgruppe. Und das finde ich super, dass ihr euch nicht spalten lasst. Danke und vielleicht bis morgen in Plauen. I protest. Liebevolle Revolution.